Leute, ich verstehe es nicht. Folgendes, meine Freunde, wird in diesem Video passieren. Heute werden wir das erste Mal herausfinden, wie es ist, wenn 100 Minecraft-Spieler, 100 Minecraft-Spieler komplett unter der Erde leben müssen. Ihr seht's hier, meine Freunde, wir haben hier ein 500 Würfel generiert mit Minenschächten, Diamanten, Höhlensystemen, Pipapo. So, Pipapo. Alles ist drin in dem Bruder. Super, ey. Und es gibt keine Overworld, es gibt keine Oberfläche. Hier oben kann man nicht raus. Wir sind hier oben nämlich schon auf der Höhe 256 und hier oben ist nochmal eine Barrier. Genauso wie außen, meine Freunde. Es gibt de facto nur das Leben in der gottverdammten Höhle, Alter. Und ich möchte, dass ihr hier eine richtig nice Story draus strickt. Denn, meine Freunde, folgendes Szenario ist eingetreten. Die Erde ist gottverdammt nochmal vergiftet. Überall sind menschenfressende Zombie-Mutanten. Und ihr seid die einzigen Überlebenden. Aber das Ding ist, und jetzt kommt der Clou. Wer an die Oberfläche geht, der verreckt direkt, Alter. Sympathisch. Das heißt, ihr müsst unter der Erde bleiben und hier einen Bunker bauen, ja? Schließt euch zur Fraktion zusammen, baut einen Bunker. I don't freaking care. Ihr könnt machen, was ihr wollt. PvP für 24 Stunden aus, dann nach 24 Stunden an der Bruder. Und dann geht's richtig los, Leute, ja? Ihr seht hier, Leute, riesige Höhlensysteme. Aber ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Nur am Spawn, und das meine ich so, ja? Nur am Spawn werdet ihr Essen finden. Denn der Spawn ist jetzt einmalig mit Essen bestückt, ansonsten nicht mehr. Das heißt, ihr snackt euch am besten da ein paar Kartoffeln, ein paar Melonen und so weiter und so fort. Vielleicht gehen wir gütigerweise nochmal hin und packen nochmal was an den Spawn. Hier am Spawn gibt es auch das einzige Holz. Außer natürlich in den Minenschächten, aber da müsst ihr natürlich selber drauf kommen. Vielleicht findet ihr sogar innerhalb der Minenschächte Melonen, Essen, Brot, was weiß ich. Weil hier am Spawn hat es die einzigen Felder. Das heißt, hier am Spawn versorgt ihr euch mit allen möglichen und nötigen Dingen. Und von da aus, meine Freunde, brecht ihr auf. Es gibt hier mehrere Tunnel in verschiedene Richtungen. Manche sind Sackgassen, manche nicht. Ich meine, ey, ihr seid nicht dumm. Ihr könnt euch eine Pickaxe machen, einfach durchbuddeln, ja? Der Spawn, wie gesagt, wird immer die einzige Fläche bleiben, meine Freunde, die tatsächlich nicht abgebaut werden kann. Gut, wie viele Leute haben wir mittlerweile auf der Whitelist? Wir haben 41 Leute auf der Whitelist. Okay, Don Balbano 2. Es hat sich jemand wichtig den Minecraft-Account Don Balbano 2 gemacht. Stop it, get some help. Ich fass es nicht, Alter. Ich fass es nicht, Junge. Why would you do that, Bro? Wir machen mal so 150 bis 200 drauf. Das Ding hat 100 Plätze 100. Wieder. Letztes Mal 150 war ein bisschen zu viel. Deshalb packen wir, wie gesagt, so 200, glaube ich, drauf. Hä? Jetzt gibt's ja noch Don Balbanos Kind, Alter. Bruder, ich bin hier raus, Alter. Ich muss mal ganz zügig und knackig los, Alter. Hättet ihr eventuell Bock darauf, dass die ganzen verschiedenen Maps, Don Balbano wieder am Start, ich verstehe es nicht, dass diese ganz verschiedenen Maps, diese ganz verschiedenen Spielmodifikationen später auch am Revi-Server spielbar sind, dass ihr quasi sagt, okay, wir starten einmal die Woche so eine 100er-Lobby mit verschiedenen Spielern. Fändet ihr das geil? Ja, revinza.tv, join and play now. Ihr wisst Bescheid. Geile Sau. Revis Bauteam, huge Shoutout auf jeden Fall, meine Freunde. Ich würde fast schon sagen, dass ihr als erstes bei Revis Bauteam erfahrt, was überhaupt hier gemacht wird. Nur mal so, kleiner Sneak Peek, eventuell auf die kommenden Events, dass die da auf jeden Fall, die wissen auf jeden Fall immer relativ frühzeitig Bescheid. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne über meinen Discord oder sowas verständigen, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, auf meinem Discord könnt ihr zusammen grinden, lachen, kichern, was auch immer ihr wollt. Ja, sind wir gleich voll, oder? 98 müsst ihr jetzt sein? 99 sogar, 100. Sind wir voll? Ja. Wir sind quasi voll, ihr braucht euren Namen nicht mehr in den Chat spammen. Der Server ist voll mit der Whitelist ebenso. Und ich würde sagen, wir lassen das große Experiment starten. Ihr dürft euch, wie gesagt, jetzt hier ganz geil natürlich erstmal an den Holzvorräten und am Essen bedienen. Ich sag mal so, Kartoffeln und Karotten, das ist der Grind, würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Ich würde sagen, wir eröffnen das große Minen-Event, meine Freunde, ja. 24 Stunden heißt es ab jetzt. Kein Tageslicht mehr für euch. Bis morgen die Sonne anbricht und dann wird PvP gemacht. Es geht los in 3, 2, 1. Go, ihr könnt raus. Let's go. Lauft. Lauft, meine Kinder, lauft. Bewegt euch alle. Holt euch alle was zu essen. Im besten Falle Melonen, Kartoffeln oder sonst was. Nehmt euch Holz mit. Vergesst bloß nicht, und das ist eine ganz wichtige Sache. Vergesst bloß nicht, Alter, ihr fliegt schon alles in die Luft stark. Vergesst bloß nicht, dass ihr auch Saplings brauchen werdet. Ihr braucht nicht nur Holz, sondern auch Saplings für weitere Holztools. Essen wurde hier auf jeden Fall gut abgefarmt. Die Kürbisse nimmt seltsamerweise keiner hier mit. Finde ich ein bisschen weird, weil die ja eigentlich auch echt wichtig sind. Das Essen ist hier gerade komplett weggefatzt worden. Zuckerrohr werden wir jetzt gleich auch nochmal am Spawn anpflanzen. Ganz wichtiges Ding. Haben wir komplett vergessen tatsächlich. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Ja, farmt doch nicht alles ab, Alter, von dem Zuckerrohr. Ich meine, ihr seid ja nicht so. Ihr müsst nicht alles davon nehmen. Ein Zuckerrohr reicht da pro Person, Leute. What the f*** is wrong with you guys? Es ist alles sehr knapp an Ressourcen, ne? Und es könnte sein, dass gerade wenn da PvP an ist, ihr anfangen müsst, euch gegenseitig umzubringen für Ressourcen. Das kann alles sein, man weiß es nicht. Gut, ihr könnt jetzt schon aufbrechen in die ersten Höhlen und euch da ein Zuhause machen.
Wie gesagt, wir werden zwischendurch am Spawn immer mal wieder kleine Events machen. Vielleicht ein paar Kartoffeln oder sowas hier hinstellen, keine Ahnung. Nehmt euch bitte alle, wie gesagt, nur so viel, wie ihr braucht. Ich habe keinen Bock, das 10-mal zu machen hier. Und ja, dann geht der Hase los, dann läuft das. Ich würde euch nur eine Sache raten, merkt euch die Spawn-Koordinaten. Die seht ihr nochmal ganz kurz hier on stream, weil hier am Spawn immer wieder tatsächlich dann am ehesten die ganzen Events, neues Essen und so weiter und so fort stattfinden werden. Gut, was machen die Jungs hier? Also nochmal, das mit dem Bedrock abbauen funktioniert nicht, aber es ist auch Spielkind YouTube, ist ein Dena-Fan, da kann man nicht mehr erwarten. Von daher ist das schon okay. Guck mal, wieso nimmt sich dein McTommy jedes alles Zuckerrohr, Bro? Das ist doch asozial. Es reicht doch, ein Stück zu haben, oder nicht? Gut, und jetzt verschwindet hier vom Spawn, Leute. Macht euch auf in die Höhlen. Let's go. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr wisst Bescheid. So, hier stehen über dem Spawn stehen noch ein paar Saplinge. Nehmt ihr euch mit, damit ihr in den Höhlen auf jeden Fall auch Holz habt, falls ihr welches braucht. Gut, ich würde sagen, ihr seid eigentlich gut, großartig versorgt. Schweine und sowas können hier theoretisch auch spawnen, glaube ich sogar. Vielleicht spawnen wir drin sogar mit ein paar Kühe. Vielleicht kriegt ihr sogar eine kleine Kuhfarm hin. Wisst ihr was? Also ich würde die Kühe nicht umbringen, ihr Idioten. Ich würde sie hier versuchen mitzunehmen, Alter. Kühe nicht töten. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Die sind alle dumm. Ey, macht, was ihr wollt mit den Kühen. Bringt sie von mir jetzt alle um, wenn ihr so kurzfristig denkt. Aber ihr werdet auf jeden Fall später alle verhungern. Aber das ist nicht mein Problem. Ich hab's euch gesagt. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen Rumflug. Danach lasse ich euch mal für 2 Stunden alleine hier. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon, wie krass groß das hier ist, Alter. Hier der Boy. Auf jeden Fall gerade schon lucky gewesen. Sean auf jeden Fall hier schon mit einer Steinpickaxe hier den ersten Ding ausgeräumt. Melonen und sowas werden später wichtig sein. Also ihr müsst euch so überlegen, Leute. Irgendwann ist hier alles abgefarmt. Irgendwann ist hier alles dicht. Und je weiter ihr nach außen geht, umso sicherer ist eure Base fürs Erste, ja? 500 mal 500. Überall gibt es Rohstoffe. Nur in der Mitte am Spawn gibt es zwischendrin immer mal wieder kleinere Events für Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Holz findet ihr zur Not noch in den Minenschächten hier. Essen theoretisch auch mit den Pilzen und sowas. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht verhungern. Zur Not immer Zombiefleisch snacken. Das geht auch. Macht euch am besten einfach direkt eine Farm, Alter. Oh, sind 3 Emeralds. Nice. Villager werde ich zwischendurch auch mal versuchen zu spawnen. Nether ist erstmal aus bis morgen. Nether. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß hierbei. Make yourself at home. Und also ich würde wirklich nicht am Spawn bleiben. So, das sage ich ehrlich so. Der Spawn wird später das wohl gegrieftste Gebiet von allen sein. Es gibt am Spawn legit später nichts mehr als auf dieser Bedrock-Plattform wahrscheinlich. Und der Rest wird einfach nur Wasteland sein. Aber ey, es ist relativ unübersichtlich für mich, aber ich glaube, das wird sich später klären. Wie gesagt, die ganzen Squads, die ganzen Leute, die hier gemeinsam losziehen werden, die werden sich hier auf jeden Fall irgendwie ein Zuhause bauen. Wahrscheinlich, hoffe ich doch mal. Ja, ey, ich bin gespannt, wie es später aussehen wird. Wie gesagt, ihr müsst so sehen. Wir könnten nicht raus an die Oberfläche. Es gibt keine Möglichkeit, außer, wie gesagt, am Spawn zwischendrin eventuell, dass da irgendwas an Tieren spawnt. Dementsprechend, ja, Augen auf bei der Basewall. Gehen wir mal so ein paar Kandidaten, die man so kennt. Kommen wir mal, was Donald Trump hier macht. Donald Trump ist hier gerade fleißig am Farben, der alte Ehrenmann. Sehr gut. Was macht Don Balbano? Don Balbano steht hier immer noch im Spawn und schlägt Kühe tot. Der versteht gar nichts. Was macht mein Bro? Ist gerade hier dabei. Oh, hinter dir, Bro. Hinter dir. Da, guck mal hier unten. Dreh dich um, David. Hier hat's noch, da, guck mal, hier am Boden, da ist ein Kürbis und ein Sapling, Alter, willst du ihn liegen lassen? Er ist vollkommen lost. Ich würde ihn auf jeden Fall taken, Alter, wichtiges Ding. Gucken, was Romeox gerade macht, Romeox hier gerade auch schon am Farmen, sehr nice. Die sind auf jeden Fall in der Nähe voneinander. Shadowclaw, was macht er? Auch ein treuer Sub. Die ganzen Minenschächte auf jeden Fall schon gut ausgeräubert hier. Ich glaube, Holz wird hier das größte Problem sein, weil es gibt mit Minenschächten echt viel davon. Ich glaube, das größte Problem wird wirklich später Essen sein. Aber wir werden sehen, wie es in 2 Stunden hier schon aussieht. Ich glaube, in 2 Stunden hat sich die Welt schon so krass geändert, Leute. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe übrigens noch ein paar Screenshots vom alten Event, falls du dir kurz noch zeigen willst. Gerne, hau her. Schau dir mal das alte Event an, Leute. Was haben die denn da gemacht, Alter? Oha. Ja, die haben, kurz bevor ich den Server ausgemacht habe, wollten eine Endlos-Treppe bauen. Mhm. Sah das zumindest aus. War schon... Hier hat jemand so eine Halbinsel gebaut. Nice one, okay. Muss man appreciaten. Schönes Ding. Well, interesting, isn't it? Interesting, auf jeden Fall. Lost Island, das mit der Insel kommt die Tage auch noch raus. Beziehungsweise ist jetzt schon draußen, wo dieses Video draußen ist. Interessant, interessant auf jeden Fall. Gut. Ich teleportiere mich einfach mal zu random Leuten hier. Anna Banana steht hier am Spawn rum. Die haben sich hier schon direkt zu einer richtig großen Gruppe zusammengeschlossen. Interessant auf jeden Fall. Die sind alle noch ziemlich narrow, also ziemlich nah beieinander alle hier tatsächlich. Oh, das wird sich relativ schnell ändern. Ich verhungere. Ja, Digga, Jonas, was soll ich sagen, Alter? Das seid ihr selber schuld. Ich habe euch genügend Kühe gegeben. Es wird Hungertote geben. Kann man nicht ändern. Es wird eine Menge Hungertote geben, Leute. Und das gehört leider dazu. Vergesst nicht, Leute, dass Diamanten hier de facto nicht das Wertvollste sind. Weil Diamanten gibt es eine Menge hier. Aber Essen... Essen wird schwierig. Guck mal hier, wenn man so eine Höhle hier findet, Alter,
zack, da gehört eine Base rein, Junge. Weißt du, da gehört eine schöne Base rein, mit einer Holzfarm, mit einer Essensfarm, mit einer versteckten Truhe und so weiter und so fort. Vielleicht sogar einfach, schaut mal hier, Leute, hier, guck mal hier, pass mal auf, es gibt bestimmt einen Glücklichen. Und zwar nehme ich jetzt irgendeinen random Menschen, ich nehme irgendeinen random Buchstaben, ich nehme jetzt J und wir nehmen jetzt einfach, wir nehmen wirklich, pass auf, wir nehmen Jonas Möller, weil er eben mal verhungern war. Einfach nur, um nett zu sein. So, Jonas, unter dir sind Dias, guck, hier hast du ein paar Äpfel. Hier hast du das, hier hast du das. Und ich gebe dir sogar noch eine Melone, Alter. Und wenn du die jetzt isst, dann hau ich dir ins Gesicht, Junge. So, bitteschön. Man muss aber ein bisschen Güte zeigen. Hier, Jonas, schau mal. Farm dir diese Dias. Hol sie dir, Junge. Legende, Alter. Gut, Jonas, du bist auf einer guten Höhe, du bist auf einer guten Reise. Mach dich auf, Bro, mach dich auf. Ganz viel Spaß dir. Bis dann. So, was ist bei Vicky gerade der Fall? So, ihr habt zwei Stärke-Potions drin. Gönnt euch rein. Klatsch das Skelett, ich will was sehen. Ehrenhaft, Alter. Sehr stark. Oh, die Jungs hier schon gerade den Spawner am Ausheben. Den Spinnen-Spawner hier. Die bauen auf jeden Fall hier schon mal direkt eine aggressive Mob-Farm, Alter. Kriegt alle mal Stärke rein. Stark, stark, stark. Kann man nicht anders sagen. So, wir gehen mal zu Solzi. Was macht er denn hier? Oh, Solzi, Alter. Das sind halt diese Glücksfälle, Leute. Und da muss man einfach mal Glück haben, dass ich da bin, um zu helfen. Solzi, schau mal. Ich sehe, dass du hungerst. Schau her, Solzi. Guck, ich möchte, dass es dir gut geht, mein Sohn. Schau es dir an, Solzi. Hier, bitteschön. Hier, weil du so gut im Farmen bist, eine Diamond Hoe für dich, Alter. Nichts wert, trotzdem nice to have. Ist einfach nur Drip Flex, Junge. Diamond Hoe. Der erste Spieler, der eine Diamond Hoe hat hier auf dem Server. Ich bin's Tim81. Für den Namen, Bruder, gibt's einen halben Stack Kekse, bitteschön. Das schmeckt, Junge. Und hier noch eine Karotte dazu und ein bisschen Bone Meal. Und weißt du was? Ich gebe dir einfach eine Diamond Leggings, weil ich dich gern habe. Und jetzt genieße es und pass auf dich auf, mein Sohn. So, der Spawn ist mittlerweile komplett abandoned. Hier bauen einfach nur noch Leute random Sachen ab. Ja, ich würde sagen, Leute, wir gehen tatsächlich hin und lassen den Server jetzt mal 2 Stunden idlen. Lassen die Jungs mal hier machen und die Mädels. Und dann schauen wir ganz entspannt weiter. Ist das klar? Ist klar. Sehr geil. Sehr gut. Machen wir so. Wir schauen doch mal, was auf dem Server stattgefunden hat, oder? Gucken wir mal ganz kurz. So, hier am Spawn hat es schon direkt, sehe ich, eine Trap Chamber für Leute, die respawnen. Ehrenlos. Dann steht hier Hunger. Okay. Dann haben es hier tatsächlich Leute geschafft, bis nach oben zu buddeln, damit hier Licht reinkommt. Ist stark. Kann ich appreciaten, glaube ich. Ist ganz cool. Not bad. Ja, dann haben wir wenigstens Licht drin. Also der Spawn sieht auf jeden Fall jetzt schon mal absolut beschissen aus. Gucken wir mal ganz kurz, was die Jungs machen, die sonst immer im Tryharden sind. Ja, moin, Digga. Die sind natürlich wieder... Die haben eine Achterbahn gebaut. Ist denn ernst, Alter? Ach, eine AFK-Achterbahn. Ich sehe schon, okay. Ja, die sind halt full-end am Tryharden tatsächlich hier. Die haben hier vorne eine Baumfarm. Die haben hier eine Foodfarm. Die haben unendlich viele Diamantblöcke einfach, Alter. Insane. What the f***? Alter, die sind alle full dir. Revinzer, dich verhungere, aber Ehre fürs Projekt. TP, Mr. Endmate. Oh, er hat's... Oh, er macht's richtig... Oh, Alter. Das ist clever. Dem jungen Mann helfen wir doch jetzt erstmal. Weil der macht's nämlich nicht dumm. Er geht nämlich an die Oberfläche, wo auch tendenziell sogar Tiere spawnen könnten. Und das ist nicht blöd. Guck mal hier, Leute. Der Boy, der kriegt auf jeden Fall jetzt erstmal... So. Es ist OP. Es ist OP, Leute. Es ist OP, was er jetzt hier hat. Durch Spawn Mob. Kau. 10. 10. 10. 10. So, ich glaube, dass dem Boy auf jeden Fall nichts mehr mangeln wird, Alter. Der hat jetzt hier alles. Guck mal, es sind so einfache Schritte. Und damit kann man wirklich so easy helfen. Also das ist, glaube ich, das Simpelste tatsächlich. Später mit einer Silk-Touch-Hacke. Hier oben. So, Bro, schau mal hier, was ich dir gebe, Bruder. Guck mal hier. Gottverdammter Ehrenmann. Stark, stark. Das ist ziemlich clever. Das ist ziemlich clever, was er hier gemacht hat. Einfach mal nach oben zu gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er ist der Einzige, der es bis jetzt gemacht hat. Not bad, not bad, okay. Also die kommen auf jeden Fall schon mal ganz gut hier zurecht tatsächlich. Das läuft auf jeden Fall wirklich. Das sind halt die besten Bases hier tatsächlich, ne? Also das ist wirklich nicht schlecht hier. Das ist alles ziemlich, ziemlich clever, was die Jungs hier machen. Ehrlich, das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Okay, starke Basen hier mittlerweile. Also schaut es euch mal an. Das läuft, Leute. Das funktioniert. Das funktioniert richtig, richtig gut. Krass. Rewe, ich bugge. Ja, das stimmt. Du hast dich auch hier in dein gestellt, Alter, du Trottel. Hast du gedacht, du könntest hier oben rauskommen, ne? Aus dem Ding. Nee, nee. Durch die Schicht kommt man nicht durch. Was haben wir denn hier? Hä? Warte mal. Moment. Moderne Kunst. Hä? Wie seid ihr hier rausgekommen, Alter? Das ist ein Bug und keine... Ich baue außerdem, weil nur mit X-Ray, danke, Abmissionsfähigkeit. Dreimal Barriere. Lull. Die haben sich hier rausgebuggt, Alter. What the f***, Bro? Ja, Digga, nee, Junge. Asozial. Alles klar, okay. Was hat Don Balbano schon wieder gemacht? Baumhaus von Don... Hä? Warte mal. Wo seid ihr denn? Hä? Ich verstehe nichts mehr. Hä? Sind die... Hä, wie sind die hier hingekommen? Wie seid ihr... Hä, wie seid ihr da raus... Ja, wie seid ihr da rausgekommen? Hä?
Durch Nether oder was? Okay, Leute, ich bin legit wirklich komplett... Oh mein Gott, Alter, was? Junge, insane. Insane Base, Alter. Davon brauche ich mehr, Leute. Dafür brauche ich mehr. Davon brauche ich mehr. Shadowclaw, was hast du mir zu zeigen? Ihr seid alle hier rausgebackt? Leute, ich verstehe es nicht. Wir haben einen Tempel gebaut. Gudu Master, natürlich. Wer hat so eine geile Base am Rand? Davon brauche ich welche für ein Thumbnail, Alter. Oha, Bruder, auf Ehre, Alter. Lol. Stark. Alles alleine gebaut. Digga, Creator Code auf Ehre, Alter. Also die ganzen Bunker, die Jungs hier gebaut haben, das läuft auf jeden Fall, Alter. Das läuft ordentlich, Digga. Die haben ja mal richtig hier reingezimmert, Junge. Also eins zeigt das Experiment auf jeden Fall, Leute. Die Menschen neigen dazu, vermehrt tatsächlich die Oberwelt zu nehmen. Also immer wieder die Oberwelt einzubauen. Also innerhalb des Chunks, innerhalb dieses Blocks sehe ich hier keine großen Basen. Hier hat niemand wirklich sich die Mühe gemacht, innerhalb des Dings hier eine Base zu bauen. Den Nether würden wir jetzt gleich auch aktivieren. Alter, das ist echt insane, Mann. Das ist wirklich insane. Das ist krass. Ging alles ohne. Wie seid ihr denn da rausgekommen ohne Nether? Mit einem Boot. Ah, okay. Man kann sich mit einem Boot durchbuggen. Interessant. Wir whitelisten einfach nochmal ein paar Leute, würde ich sagen. Machen PvP an und schauen dann in einem anderen Video, wie es nach 24 Stunden aussieht. Also ihr seht, Leute, in 24 Stunden kann sich bei 100 Leuten wieder so viel entwickeln. Der komplette Spawn ist abgebaut und es haben sich riesige Bunkeranlagen geformt. Mad, interesting. Ich würde sagen, das war's für das wunderschöne Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, meine Freunde. Und wir schauen mal, wie es morgen nach 24 Stunden aussieht. Okay?